Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV hier aus dem jetzt sonnigen Mallorca. Eben hat es noch geregnet. Ich bin hier, um euch das neue MAF von Ford vorzustellen. MAF steht für, habe ich heute gelernt, Multi-Activity Vehicle. Und wir gucken uns den neuen S-Max an. Der S-Max ist 2006 das erste Mal vorgestellt worden, 2007 direkt Car of the Year geworden. 2010 gab es ein extrem mildes Facelift. Immerhin hat es noch 2012 für das Familienauto des Jahres gereicht. Seit 2006 hat Ford 416.000 Ford S-Max verkaufen können. Davon allein 111.000 Stück in Deutschland. Im letzten Jahr waren es 10.360 Stück. Zur Einordnung, der Bestseller bei Ford ist der Ford Focus mit knapp 50.000 Einheiten. Aber zum Beispiel auch Porsche, der 911er, wird bei uns in Deutschland keine 10.000 Mal verkauft. Bestellen könnt ihr die zweite Produktgeneration des Ford S-Max sofort, also jetzt schon. Beim Händler wird er allerdings erst im September 2015 eintreffen. Ausgeliefert wird er zum Produktstart in zwei Varianten. Einmal der Trend, das ist die kleinere Ausstattungslinie, und der Titanium, das kennt man ja schon, das ist die hohe Ausstattungslinie. Und ich meine, 75% aller Ford S-Max wurden bisher auch als Titanium ausgeliefert. Später will man dann noch mit dieser Premium-Variante, dem Vignale, kommen. Das wird allerdings wohl bis Ende des Jahres dauern. Vielleicht kommt er auch erst Anfang nächsten Jahres. Ein paar Mitbewerber zur Verortung, das wäre der Peugeot 5008, der Renault Grand Scenic und von Volkswagen vielleicht noch der Charan bzw. der Touran. Zum Marktstart kommt der Ford S-Max mit zwei Benzinern. Da haben wir den 1,5 Liter EcoBoost mit 160 PS und das Modell, was wir fahren, den 2 Liter EcoBoost mit 240 PS. Den 240 PS, die Variante nur mit dem 6-Gang-Automatikgetriebe. Der kleinere Benziner kommt mit einer manuellen 6-Gang-Schaltung. Vier Dieselmotorisierungen wird es geben, und das ist ganz einfach in 30er Schritten: 120 PS, 150 PS, 180 PS und 210 PS. Dabei ist immer der Grundmotor der 2 Liter TDCi, und bei dem 210, bei der 210 PS Variante hat er dann einen Biturbolader. Die beiden Modelle, von denen sich Ford erhofft, dass sie sie am meisten verkaufen, nämlich der 150 PS und der 180 PS Diesel, die wird es auch in einer Allrad-Variante geben, auch schon zum Marktstart. Und beim kleineren Diesel gibt es nur das manuelle 6-Gang-Getriebe. Bei den anderen kann man wählen zwischen Automatikgetriebe, ist übrigens ein Doppelkupplungsgetriebe, oder dem manuellen 6-Gang-Getriebe. Und hier ist er, unser Motor, der 2 Liter EcoBoost. Das ist ein rein Vierzylinder mit Turboaufladung. Der hat 240 PS und ein maximales Drehmoment von 345 Newtonmeter. Die liegen im Drehzahlbereich zwischen 1900 und 3500 Umdrehungen pro Minute an. Fakten, Fakten, Fakten. In 8,4 Sekunden sprintet der S-Max mit den 240 PS von 0 auf 100. Die Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 226 km/h. Der Ford S-Max 2,0 EcoBoost verfügt über einen Tankinhalt von 70 Litern bei einem Neftsverbrauch laut Ford von 7,9 Litern Super auf 100 Kilometer. Könnte man theoretisch auf eine Reichweite von fast 880 Kilometer kommen. Der Ford S-Max ist 4,80 Meter lang, 1,60 Meter hoch und misst von Außenspiegel zu Außenspiegel 2,10 Meter. Der Radstand beträgt 2,80 Meter. Das Leergewicht ist mit 1705 Kilogramm angegeben. Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 2510 Kilogramm. Der Einstiegspreis liegt bei 30.150 Euro. Unser Testwagen in der Titanium-Ausstattung kostet in der Basis 36.700 Euro. Der neue Ford S-Max wurde von Grund auf neu gebaut, und darum ist es auch so ein bisschen verwunderlich, dass er trotzdem noch fast genauso aussieht wie sein Vorgänger, aber das ist durchaus gewollt von Ford. Sie wollten den hohen Wiedererkennungswert schaffen. Nichtsdestotrotz hat der neue S-Max jetzt auch das globale Ford-Gesicht, was sich ja zeigt durch diesen trapezförmigen Kühlergrill und die schmalen Scheinwerfer.
In der Serienausstattung kommt der Ford S-Max mit Xenonlicht und LED-Tagfahrlicht. Für 1500 Euro in der Trendversion bzw. 1300 Euro in der Titanium-Ausstattungsversion kann man sich aber auch Voll-LED-Scheinwerfer mit dazu nehmen. Adaptive sogar, das heißt, das Licht wird in der Leuchtweite reguliert, je nach Geschwindigkeit. Und in Verbindung mit der Kamera oben werden dann auch, wird der Verkehr, der entgegenkommende Verkehr entsprechend ausgeblendet, also nicht geblendet, sodass man stets mit Fernlicht fahren kann. Auf zwei Sachen möchte ich noch eingehen. Einmal vortypisch kann man natürlich eine beheizbare Frontscheibe kaufen. Wer das einmal hatte, will es nie wieder missen. 210 Euro Aufpreis gibt es hier. Und dann hat er hier vorne im Kühlergrill auch noch eine Kamera. Er hat leider einen Spiegel, keine. Also man hat keinen 360 Grad Rundumsicht. Diese Kamera ist vielmehr dafür gedacht, ich fahre irgendwo raus. Meinetwegen auch aus der Garage, aus einer Einfahrt. Da haben Autos die Straße zugeparkt und ich sehe nichts. Diese Kamera hat halt einen Weitwinkel und obwohl ich weit hinten sitze, kann ich quasi schon mal auf die Straße gucken. Und kann man ja denken, oder man sieht es hier vielleicht, die Kamera ist einfach offen, nackt da. Die wird natürlich ziemlich verschmutzt. Dafür gibt es aber hier eine Waschdüse, die quasi die Kamera hin und wieder mal anspritzt, damit die auch sauber wird. Wer die erste Generation kennt, der sieht es, glaube ich, auf den ersten Blick schon, so viel hat sich nicht geändert. Die A-Säule ist ein Stück weit nach hinten gerutscht und dadurch haben wir jetzt optisch auch eine, nicht nur optisch, sondern tatsächlich eine etwas längere Motorhaube. Wir haben hier zwei Schattenlinien, die da neu hinzugekommen sind und im Prinzip war es das auch schon. Die Felgen hier passen sich ja ganz schön in die Radhäuser ein, aber Obacht, das sind die 19 Zöller, die sind optional, genauso wie die 18 Zöller. In der Serie hat der 17 Zöller, die laufen dann natürlich ein bisschen kleiner da im Rathaus. Zum Marktstart könnt ihr zwischen 5 verschiedenen Farben wählen und eben eine Sache habe ich noch vergessen. Sie haben sich hier im Detail schon Mühe gegeben, das Ganze noch ein bisschen aerodynamischer zu machen, um halt Luftwiderstand natürlich, den Luftwiderstand niedrig zu halten, wie aber auch die Wind- und Fahrgeräusche halt zu reduzieren. Und so ist unter anderem der Rückspiegel umgestaltet worden, dass er so eine kleine Spoilerkante hier hat. Und was wir jetzt hier nicht sehen, aber der ganze Unterboden wurde auch komplett neu gestaltet, um halt die Luft besser strömen zu lassen. Die zweite Produktgeneration erkennt man am Heck jetzt nicht so wirklich. Wir haben hier immer noch so einen schönen S-Max-Schriftzug. Die Rückleuchten sind jetzt mit LED-Technik. Wir haben rechteckige Auspuffblenden auf beiden Seiten. Das macht den Wagen natürlich optisch zumindest ein bisschen sportlicher. Und die Heckklappe ist nicht nur ein Stückchen breiter, sondern auch ein kleines bisschen tiefer geworden. Beim Exterieur hat sich für meinen Geschmack ja nicht so viel getan. Aber wenn ich euch jetzt mal mit reinnehmen kann ins Interieur, da ist echt eine Menge passiert. Aber ganz kurz ab, ist das eine Tür? Ich meine, die ist echt riesengroß und öffnet sich auch noch fast im 90-Grad-Winkel. Der Einstieg ist fast so ein bisschen SUV-mäßig nach oben, beziehungsweise man kann hier ganz bequem reingleiten. Um die an die Tür zu kommen, muss ich mich noch nicht mal groß ausstrecken. Die hat eine gewisse Schwere, aber kann man trotzdem einfach schließen. Ich bin die erste Produktgeneration vom Ford S-Max 18 Monate als Dienstwagen gefahren. Von daher kannte ich den alten schon ganz gut und bin doch sehr, sehr positiv überrascht, was sie hier im Innenraum gemacht haben. Der war ja noch nie ein Kleinwagen, also man hatte immer schon viel Platz durch diese heruntergezogene Scheibe. Und hier, guckt euch das mal an, was ich an Kopffreiheit habe. Und man hat echt ein wahnsinnig geiles Raumgefühl. Das ist richtig, richtig schön. Viel Platz, so soll das wohl sein. Die Materialien, wir haben hier oben so ein bisschen Softtouch, dann haben wir hier ein bisschen Plastik, hier auch wieder Softtouch, hier so eine Applikation. Im Grunde fühlt es sich eigentlich alles ganz gut an. Wir haben ja hier Titanium-Ausstattung, also auch schöne Sitze, ein bisschen Leder, zumindest fühlt es sich an wie Leder, auch in den Türverkleidungen. Hier oben ist dann wieder Softtouch. Im Prinzip, überall wo ich hingreife, greife ich eigentlich ganz schön hin. Ja? Selbst das ist soft hier. Von der Ergonomie her, mal davon abgesehen, dass ich von dem Lenkrad erschlagen werde mit den ganzen Knöpfen, die Mitte mir auch nicht wirklich zugewandt ist, ist doch alles gut zu erreichen, schön im Platz zu erreichen und vieles mache ich jetzt halt über das Sync 2. Fangen wir mit unserem üblichen Spielchen an. Wir haben eine Gürthöhenverstellung und wir haben hier auch ordentlich lange Gurte.
Die Sitze sind unglaublich komfortabel, finde ich wirklich. Also ich finde, die sind unglaublich komfortabel. Ich sitze da wirklich sehr, sehr angenehm drin. Ich kann die elektrisch verstellen, vor, zurück, das Polster kippen, die Lehne kippen und habe auch noch eine Lordosestütze, die ich angenehm weit rausfahren kann. Das mag ich immer für meinen Rücken zumindest. Die Sitze sind nicht klimatisiert, aber ich kann sie zumindest hier unten dreistufig beheizen. Und habe auch dann hier nochmal eine Memory-Funktion, kann mir also bis zu drei Plätze abspeichern. Auch das Lenkrad, jetzt muss ich mal gucken, das lässt sich elektrisch verstellen. Das ist sogar ansatzweise schnell für so ein elektrisches Lenkrad. Ich finde, es kommt auch angenehm weit raus. Und vom Radius her ist es, denke ich, voll in Ordnung. Das Lenkrad selbst ist beledert, hat auch, und das mag ich ja, hier schöne Aussparungen für die Daumen. Wir haben eine Menge Knöpfe hier, wirklich. Ich habe auf jedem Daumen quasi erstmal eine Wippe. Die eine Wippe ist für den Bordcomputer, den sieht man gleich bei den Armaturen. Und die andere Wippe nochmal für so ein Zusatzfeld, da kann ich dann zwischen Infotainment-System, Telefon und Navigation hin und her schalten. Unten auf der linken Seite habe ich dann alles, was den Tempomaten angeht. Und unten auf der rechten Seite ist dann nochmal Infotainment-System, Track vor, zurück, Telefon annehmen, Lautstärke regeln. Dann bin ich auch schon bei den Blickfeldern. Die Außenspiegel sind gar nicht so riesengroß, aber ich sehe auf jeden Fall in beiden Außenspiegeln eine ganze Menge. So auch im Rückspiegel, da sehe ich das komplette Fenster. Auch hier wieder das Auto, das Fenster ist ja relativ weit oben, sodass ich Sachen, die hinter mir auf dem Boden liegen, nicht sehen kann. Dafür habe ich aber eine Rückfahrkamera hier und die macht auch ein sehr ordentliches Bild, zeigt mir auch die Linien an, wenn ich rückwärts fahren möchte, wo ich denn dann hinfahre. Die Armaturen, da werde ich jetzt einmal die Zündung anschalten, ups, sogar den Motor, um mich so ein bisschen lang zu hangeln. Ich habe die Möglichkeit, entweder habe ich ganz normal klassische Rundinstrumente, wir haben hier ein 10 Zoll TFT verbaut, wo entsprechend ganz viele Informationen angezeigt werden. Trotzdem haben wir zwei klassische Rundinstrumente quasi auf digitale Art und Weise. Links haben wir den Drehzahlmesser, bis 8000 Umdrehungen können wir hier drehen. Davon bei 6500 oder 6600 fängt der rote Bereich an. Der Tacho auf der rechten Seite geht bis 260, der Wagen fährt 226 in der Spitze. Ja, ein bisschen Reserve haben wir halt noch. Innerhalb der Rundinstrumente unten links ist die Temperatur, unten rechts der Tankinhalt. Und dazwischen habe ich dann halt einmal noch auf der linken Seite den Bordcomputer, da kann ich durchschalten, aber auch mir die Fahrassistenzsysteme an- bzw. ausschalten und weitere Einstellungen vornehmen. Das mache ich, wie gesagt, über die linke Taste am Lenkrad. Über die rechte steuere ich das Display in der Mitte. Da kann ich halt zwischen Entertainment, Navigation und Telefon hin und her wählen. Darunter habe ich dann halt nochmal die Fahrstufen und den aktuellen Kilometerstand. Und in der Mitte vom rechten Instrument, vom Tacho, sind da nochmal oder werden die unterschiedlichen Assistenzsysteme visualisiert. Da wird mir also die Geschwindigkeit angezeigt, die die Kamera hier erkennen kann, wie auch die Abstände zum Vordermann, beziehungsweise wenn ich zu weit auf jemand auffahre, wird mir das entsprechend angezeigt, aber auch den Lane Keeping Assist, auch der kommt da oder wird dort visualisiert. Das Ganze lässt sich, finde ich, selbst bei Tageslicht sehr, sehr schön ablesen. In der Nacht haben wir es leider nicht erleben dürfen. Und auch das 8 Zoll Display hier kann man schön ablesen und ich komme auch einfach dran, kann ich auch einfach bedienen. Den Motor wieder aus. Es gibt ein Panoramadach, leider hat das unser Tester hier nicht verbaut. Das finde ich sehr, sehr schade. Wir haben ein Ambient Light, das kann ich hier über die Einstellung bedienen. Wenn ich es anschalte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Farben. Wir sind leider nur im Hellen gefahren. Das Einzige, wo ich es wirklich erkannt habe, dass das hier ist, ist in den Getränkehaltern. Da sieht man Schimmern und ich schalte das jetzt hier mal für euch eben durch. Und jetzt, ihr wollt es ja immer unbedingt haben, also muss ich es wohl auch zeigen. Hier ist der Hupencheck, die Hupe auf dem Pralltopf und ich drücke einmal drauf. Das war die Hupe.
So, kommen wir zu unserem super genialen Innenraumcheck. Wir haben hier so viele Ablageflächen, der wird einen Augenblick dauern. Erstmal habe ich hier direkt neben dem Sitz, quasi unterhalb der Sitzverstellung, so ein Krümelfach, hat Sarah das immer genannt. Also so ein kleines Fächlein, ich weiß gar nicht, was man da reintun soll, aber es ist zumindest vorhanden. Dann haben wir Türtaschen mit einer Getränkehalterung. Ich weiß nicht, was das ist, es steht auch nicht dran, doch es ist ein halber Liter, aber ich denke, da werden auch locker 1 Liter Flaschen reinpassen. Und daneben ist dann immer noch genügend Platz für andere Geschichten. Links neben dem Lenkrad habe ich auch noch ein Fach, das rutscht so lustig runter, ist so ein bisschen mit Samt ausgekleidet. Quasi ein halbes Geheimfach. Dann haben wir unter den Sitzen auch noch mal eine Schublade, die ich halt aufziehen kann. Und nächstes Stauf, was geht Schlag auf Schlag, ist hier oben. Das Fach habe ich jetzt gerade mein Handy reingelegt. Da passt auf jeden Fall eine CD rein, aber auch alles andere sonst. Und vor allen Dingen, was auch schön ist, sowohl, nee, hier unten das nicht, aber das Fach ist auf jeden Fall rutschfest ausgekleidet. Ausgekleidet, Entschuldigung. Genauso dieses Fach hier unter der Mittelkonsole, da ist auch nochmal ein Fach, da komme ich von beiden Seiten rein und mein iPhone passt da auch ganz locker zwischen. Dann habe ich hier das nächste Fach vor dem Gangwahlhebel und da muss ich ehrlich sagen, das ist gut gemeint, aber in der Praxis doch relativ kompliziert, weil ich hier echt schlecht rankomme, zumindest wenn der Gangwahlhebel auf Park steht. Und das ist ja zumindest immer, wenn ich das Auto gerade geparkt habe. Ich ziehe den mal nach hinten, dass ich das einfacher hier sehen kann. Ich habe hier zwei USB-Anschlüsse, einen SD-Kartenleser und einen Line- bzw. Aux-In, kann also auch per Klinke das Infotainment-System bespaßen. Dann habe ich noch mal extra einen 12-Volt-Anschluss und ein sehr tiefes Fach, wo meine ganze Hand verschwinden kann und also auch locker mein Handy Platz findet und dann natürlich nett mit den USB-Anschlüssen auch direkt geladen wird. Ganz kurz das Sync 2, also hier das Infotainment-System, dafür haben wir euch nochmal ein extra Video gemacht, was ihr bei uns im Stream findet. Was auch immer. Ach so, ich bin nicht im Park. Ja, da darfst du meckern. Dann habe ich eine elektronische Parkbremse, also keinen Hebel mehr. Und habe jetzt hier zwei Getränkehalter, wo diese Flasche auch locker reinpasst. Da haben wir Abstandshalter, so kleine Nöpsis. Und was dann noch ganz spannend ist, die lege ich mal hier hin, wir können diese Inlays rausnehmen aus den Getränkehaltern. Und das heißt, wenn ich jetzt hier die Flasche, man sieht das, wie weit die versenkt. Und wenn ich den rausgenommen habe, geht die nochmal tiefer rein. Also gerade wenn ich jetzt tiefere Becher oder Flaschen habe, passen die hier trotzdem super rein und werden auch immer noch von diesen Nöpsis gehalten. Gut, dann habe ich die Mittelarmlehne, die lässt sich nicht verrutschen. Ich komme aber so im Prinzip noch ganz bequem rein, wenn ich den Arm ablege. Da habe ich zwei Griffflächen. Die eine ist, um wirklich nur die Klappe zu heben. Da habe ich jetzt hier nämlich so ein kleines Extrafach mit Samt ausgeschlagen. Und wenn ich links den Hebel hochziehe, dann bleibt das Fach quasi hängen. Das nehme ich dann also mit hoch. Vorne habe ich so ein paar kleine Ablageflächen für Münzen. Dieses Fach geht richtig tief rein, nach vorne auch nochmal so ein Stück, quasi so ein kleines Geheimfach. Einfach 12 Volt haben wir auch noch. Und wenn ich jetzt hier diese Flasche nehme, kann ich die da locker reinschmeißen. Also ich denke, selbst eine große 2-Liter-Flasche kann ich hier ganz, ganz bequem platzieren. Und beleuchtet ist es auch noch mit so einem kleinen Lichtlein. Dann haben wir ein Handschuhfach. Das ist jetzt normal groß. Wir haben hier kein Bordmaterial drin. Ich denke, da wird trotzdem noch so einiges reinpassen. Wir haben auf beiden Seiten natürlich Sonnenblenden mit dem Schminkspiegel, der auch an beiden Seiten beleuchtet ist und dazu auch noch so einen kleinen Tickethalter hat. Wir haben hier, und das fand ich wirklich beim Vorgänger besser, wir haben so einen kleinen Spiegel, mit dem ich ganz gut nach hinten gucken kann. Also jetzt nicht nach hinten gucken, sondern quasi meine Kinder in Augenschein behalten kann. Der ging früher noch so ein Stück weiter runter und ich konnte ihn drehen. Dazu ist die Fläche, also ich sehe zwar mehr vom Radius, aber dafür ist es alles viel kleiner geworden. Das hat mir vorher viel, viel besser gefallen. Und hier habe ich noch ein Brillenfach für meine Sonnenbrille. Dazu habe ich hier Leseleuchten, Fahrer, Beifahrer, die aber auch beide angehen, wenn ich die Innenraumbeleuchtung oder die Einstiegsbeleuchtung anhabe. Und dann noch zu guter Letzt, wir haben an allen vier Türen Haltegriffe, mit denen wir uns festhalten können.
Natürlich ist es ein Familienauto, also gucken wir uns auch mal ganz genau an, wie viel Platz hier hinten ist. Auch hier die Tür fast im 90-Grad-Winkel und es ist auch eine ganz schön große Tür. Und eben durch diese große Türöffnung kann ich auch ganz bequem einsteigen. Hier hinten sitzt man noch ein bisschen höher als vorne, kommt noch besser an die Tür ran und die ist auch noch einfacher zu schließen. Erstmal bin ich sehr angetan von meiner Beinfreiheit, die ich hier habe. Die ist wirklich mehr als angenehm. Dann finde ich es ganz schön, ich kann die Rückenlehne, nach vorne, aber vor allen Dingen auch nach hinten machen. Also kann ich auch, wenn ich jetzt hier hinten mitreise, habe ich eine ganze Menge Platz und kann mich bequem fast ablegen. Wow, bloß das mit dem Zurückklappen, das klappt noch nicht so wirklich ganz. Dazu kann ich hier die Sitze verschieben. Das hat natürlich damit zu tun, dass ich noch eine andere Sitzreihe habe. Ich komme hier also ganz nach vorne, aber selbst so könnte ich noch ganz gut sitzen. Und wenn ich das so habe, ist es, glaube ich, so, dass die hinten auch noch Beinfreiheit haben. Selbst das funktioniert ganz gut. Was gerade gar nicht funktioniert, ist hier das. Dann ziehe ich mir die mal nach oben. Ja, jetzt ist schon deutlich besser und rutsche auch noch mal nach hinten. Die Kopffreiheit ist noch voll in Ordnung und dadurch, dass ich ein bisschen erhöhter sitze, kann ich natürlich auch noch ganz schön nach vorne rausgucken. Wenn ich mal hier mich umsehe, ich habe hier in den Türtaschen doch eine ganze Menge Platz. Sie sind auch fast auf der ganzen Türfläche lang gezogen, sodass ich da auch noch eine Zeitung reinstecken kann. Hier habe ich zumindest bei den äußeren beiden Plätzen auch einen Getränkehalter. Und weil ich ja drei Plätze habe hier, also das ist wirklich ein vollwertiger Sitz, das zeige ich gleich noch, habe ich auch keine Mittelarmlehne. Also dieser Johnny hat hier nicht viel zu lachen, wenn er ein Getränk haben will, das muss er halten. In den Rückenteilen der Vordersitze habe ich kleine Taschen. Da passt auf jeden Fall diese Warnweste hier bequem rein. Dazu optional gibt es eine Klimatisierung für die Sitze hinten, die ist hier vorne zu steuern. Und was ich ganz schön finde, die haben die Lüftungsdüsen hier nach oben jetzt gelegt, weil sie sagen, dass so die Luft besser im Auto zirkulieren kann. Ich habe auf beiden Seiten eine entsprechende Lüftungsdüse. Nichtsdestotrotz hätte es, glaube ich, nichts geschadet, wenn jetzt hier auch noch eine gewesen wäre für die Person in der Mitte. Dazu habe ich hier noch so ein kleines Ablagefach, wo auch mein Handy reinpasst und ich habe noch einen 12-Volt-Anschluss und das finde ich gut, zumindest einen 12-Volt-Anschluss haben wir hier hinten. Dazu gibt es eine Leseleuchte, die so ein bisschen seltsam ist, ich verstehe sie nicht ganz. Sie hat einen Taster für rechts und links und irgendwie, wenn ich beide anhabe, wird sie auch heller. Aber ja, ob das auch wirklich funktioniert, man weiß es nicht, weil wir haben es im Dunkeln nicht testen können. Immerhin, es gibt eine Leseleuchte. Und was ich halt auch nicht schön finde, ist, die ist wieder in der Himmelmitte, sodass ich die vermutlich auch im Rückspiegel sehe, wenn ich dann fahre. An den Haltegriffen ist noch so ein kleiner Haken, da kann ich meinen Sakko halt aufhängen. Hier habe ich noch so ein Fach, wo ich dann so eine Gepäckraumabtrennung hinhängen kann. Und dann auch noch, wir haben hier so kleine manuelle Jalousien. Die Scheiben an sich sind ja schon getönt. Hier kann ich dann aber noch ein bisschen mehr Sonnenschutz generieren. Dazu, wenn ich das Fenster runterfahre, da sieht man auch schön, dass es halt getönt ist, die lassen sich nicht ganz versenken. Und da sage ich echt, ey Jungs, so eine Riesentür und dann kriege ich das nicht hin, dass sich die Türen, die Fenster ganz versenken. Ich persönlich finde das nicht klasse, ich finde das richtig blöd, meine Kinder auch. Und das wäre echt so ein Grund, wo ich sagen würde, ey, boah, sonst tolles Auto, aber das hier ist echt, also mich stört sowas extrem. Gucken wir mal, ob es einen Einklemmschutz gibt. Jawohl, der tut auch nicht mal ansatzweise weh. Kindersicherheit ansonsten. Wir haben hier Isofix-Halterung und das finde ich bemerkenswert. Nicht nur an den beiden äußeren Sitzen, sondern auch der Mittelsitz hat eine Isofix-Halterung. Und darum rutsche ich jetzt auch mal eben in die Mitte und kann sagen, ich sitze hier in der Mitte genauso bequem wie außen. Also das ist wirklich, hier kann man mal echt vom Fünfsitzer sprechen. Hier ist wirklich genug Platz für drei Erwachsene hinten. Zumindest wenn sie nicht mehr als mein Format haben. Ja. Ich habe hier keine Mittelarmlehne, aber wenn ich hinten nur zwei Personen habe, dann habe ich hier so eine kleine rote Lasche und kann im Prinzip den Sitz auch zwischen mir umlegen und habe dann mehr als eine Mittelarmlehne, beziehungsweise habe hier eine Menge Platz, beziehungsweise könnte auch längere Gegenstände aus dem Kofferraum durchladen.
Ich habe es vorhin gar nicht erwähnt, ich bin 1,80 groß, Fahrersitz war natürlich auf mich eingestellt und ich mit meinen 1,80 kann hier gut rumtouren. Ich habe aber meinen handelsüblichen Tobi mit und der ist 1,95 und so sieht das aus, wenn Tobi hier außen sitzt und wenn Tobi versucht, sich in die Mitte zu setzen. Nochmal ganz fix, das ist ja immer nicht unwichtig, die Gurtlänge, die ist aber hinten mehr als ausreichend und hier hinten haben wir auch starre Gurtpeitschen. Für den mittleren Sitz muss ich mir den Gurt von hier hinten holen. Stecke den quasi einmal hier rein und habe dann auch einen ganz vollwertigen Dreipunktgurt, der auch nicht den Insassen dann auf der dritten Reihe irgendwie behindern sollte. Gut, das war die zweite Sitzreihe. Jetzt begeben wir uns mal in die dritte Sitzreihe. Und zu guter Letzt, wir können ihn als Siebensitzer bestellen. Unser Testwagen hat sieben Sitze und natürlich will ich jetzt mal sehen, was ist denn da hinten mit den zwei Notsitzen. Dank dem neuen entwickelten Easy Entry System soll ich auch ganz einfach hier in die dritte Reihe gelangen. Da ziehe ich einmal den Hebel nach oben und der Sitz rutscht nach vorne. Und ich kann jetzt hier auch wirklich relativ problemlos einsteigen. Und ich weiß nicht, ob ihr es seht. Wir haben diese Sitze jetzt natürlich umgeklappt, damit wir das besser filmen können, ist klar. Da habe ich ausprobiert, kann ich ordentlich sitzen mit meinen 1,80 m. Hier ist jetzt natürlich von der Beinfreiheit ist es schon nicht mehr ganz so schick. Ich mache mal eben die Kopfstütze hoch. Und meine Kopffreiheit ist jetzt hier schon arg eingeschränkt. Man hat es eben bei Tobi vielleicht nicht ganz so gesehen in der zweiten Sitzreihe. Er mit seinen 1,95 hat schon kaum Kopffreiheit hier. Hier das werde ich ihm nicht antun. Hier muss er sich nicht hinsetzen. Ich kann hier aber noch sitzen. Also ich könnte mir sogar vorstellen, hier Strecken bis zu 100 Kilometer mitzumachen. Danach streiken dann, glaube ich, meine Knie. Ich habe hier übrigens auch noch mal einen Getränkehalter. Ich habe hier eine mittige Lüftungsdüse, aber auch noch eine in der Seite für die rechte Seite. Rechts gibt es auch noch mal einen Getränkehalter. Und hier ist auch wieder so eine Leseleuchte. Das gleiche Prinzip wie drüben. Ich habe hier auch ganz normale Gurte. Die Gurtpeitschen sind ebenfalls starr hier hinten. Und hinten gibt es aber keine ISOFIX-Halterung. Das ist nicht, aber sonst, also man könnte hier wirklich mit fünf Erwachsenen, nee, sieben Erwachsenen sogar, mit sieben Erwachsenen könnte man hier sogar fahren. Ich würde das allerdings nicht auf längere Strecken sehen. Und gerade die hinten sitzen, sollten dann, weiß Gott, nicht größer als 1,80 sein. Also ganz hinten auf keinen Fall. Und davor sollte man, also hat man, glaube ich, Platz bis 1,90. Neulich hatte jemand in den Kommentaren gefragt, jetzt möge doch bitte mal die Schlüssel zeigen. Das ist der Schlüssel. Und auf diesem Schlüssel habe ich einen Drücker, einen Taster, mit dem kann ich halt die Kofferraumklappe öffnen. Ich habe auch im Innenraum noch einen Taster. Und ich kann die natürlich auch hier öffnen, wobei ich natürlich immer hier rumgreife, beziehungsweise auch noch auf die Rückfahrkamera greife. Der Griff, also der Taster, ist aber hier unten drin. Und dann, Sesam, öffne dich, geht die Klappe auf. Nun ist es ja so, sieben Sitzer sind immer eine feine Sache, wenn man sieben Leute mitnehmen kann. Aber wenn man überlegt, klassische Volleyballmannschaft mit Trainer, sieben Leute, da passt also gerade noch eine Balltasche rein. Aber immerhin, also ich war echt platt, dass unser Stativkoffer, dass der hier in der Breite auch hineinpasst und auch noch in der Tiefe. Wenn ich den jetzt raushebe, muss ich 63 cm überbrücken und dieses Stauvolumen bis zum Sichtschutz, der hier oben noch mit dran ist, der dann quasi hier abschließt, da habe ich 282 Liter Staufläche zur Verfügung. So, Tonne aus dem Weg geräumt. Ich gucke mir mal den Kofferraum an. Es gibt hier eine Klappe. Da ist das Verbandszeug, Warndreieck, Warnweste drin. Natürlich ein bisschen blöd, wenn man beladen hat. Trotzdem, da ist auch noch eine Menge Stauraum für andere Sachen unter der Klappe. Hier vorne direkt habe ich zweimal Zurösen. Das Pendant jeweils rechts und links befindet sich vor der dritten Sitzreihe. Es gibt einen kleinen Haken hier, steht nicht bei, wie viel ich den belasten kann, aber zum Einhängen von Taschen. Und ich habe
Oben in der Heckklappe eine Beleuchtung, wie auch auf der linken Seite. Die macht auch einen recht hellen Eindruck. Unter der Leuchte hier links habe ich noch einen 12-Volt-Anschluss. Und darunter befindet sich eine Batterie von 5 Knöpfen, die ich jetzt mal drücken kann. Die ersten zwei, da legen sich jetzt zickzack die beiden Sitze hinten in der dritten Reihe um. Und jetzt habe ich hier ein Stauvolumen, allerdings jetzt bis unters Dach, von 960 Litern. Für euch mal wieder nachgemessen. In der Breite habe ich 1,14 Meter zur Verfügung. In der Tiefe sind es 1,05 Meter. Wenn ich die Rücksitzbank, also die zweite Sitzreihe, ganz nach vorne schiebe, sind es guten 1,19 Meter. Und jetzt klappe ich die letzten verbliebenen Sitze auch noch mal fix um. Das ist so angenehm und einfach. So, und nochmal nachgemessen hier. Den Sitz hat sich ja eben einmal nach vorne geschoben, um den Abstand zu legen. Darum ist jetzt hier eine Lücke. Erstmal kann man sagen, dass wir einen ebenen Ladeboden haben. Und jetzt fängt es an. Wenn ich bis hier vorne zur Kante messe, habe ich guten 1,80 Meter Platz. Wenn ich den Vordersitz ganz nach vorne schiebe, habe ich über 2 Meter Ladefläche, die ich hier belegen kann. Und insgesamt habe ich dann Stauvolumen bis unters Dach von über 2000 Litern, um genauso zu sein, 2020 Liter. Platz ist in der kleinsten Hütte, aber ich finde echt, der S-Max ist ein kleines Raumwunder. Wir sind ja hier zu zweit unterwegs. Hoppla. Aha. Sind hier zu zweit unterwegs, wollte ich sagen. Und haben einiges an Gepäck halt mit. Und das passt hier mal ganz locker. Also wirklich ganz, ganz, ganz locker alles rein. Ohne, dass ich jetzt irgendwie was machen müsste. Hoppla, so locker passt das nicht. Wir hatten was denn vorher. Passt schon. Und insgesamt darf ich bis zu 805 Kilo in den Ford laden, in den Ford S-Max. Davon dürfen 90 Kilo aufs Dach. Jetzt könnte ich hier das Knöpfchen drücken oder aber ich trete hier lässig drunter und Sesam, schließe dich, die Klappe fährt zu. Ich vermute mal, dass der Sensor so eingestellt ist, dass man hier manchmal, wenn man so nah am Auto läuft, dass sie dann auch mal zugeht. Aber auch das können wir mal eben prüfen. So viel Zeit muss sein. Ich fahre die jetzt also noch mal schön hoch. Ich kann euch in der Zwischenzeit sagen, mit Anhängerkupplung darf man 1,8 Tonnen ziehen, gebremst, ungebremst 750. Jetzt könnte es ja sein, ich stehe hier drunter. Au! Okay, da hält er an. Also mein Kopf war ihm nicht starr genug. Gut zu wissen. Aber die Schulter hat ihn dann schon aufgehalten. Für alle Tiefgaragen oder Garagenparker vielleicht auch nochmal, das sind 2,20 Meter hier oben. Und ich kann hier bequem im Trockenen stehen. Der Tobi hätte hier Probleme. Ich denke 1,85, wer größer ist, stößt sich hier dann auch den Kopf. Das war's in... Jetzt haben wir uns das Auto mal ein bisschen angeguckt. Ich steige jetzt nochmal ein und fahre eine Runde auf Malle rum, um euch so ein bisschen was zu erzählen, wie sich das Auto fährt. Die freundlichen Sprecher von Ford sagten uns, es wird ein großes Kundenbedürfnis gegeben nach einem Reserverad. Wenn dem so ist, da sie aber auf jeden Fall einen ebenen Ladeboden haben wollten, haben sie jetzt das Reserverad an den Unterboden gepackt. Ich persönlich denke ja, dass der Demand für ein Reserverad eher bei 60 plus lag und die müssen sich jetzt wirklich auf den Boden knien und das darunter wegschrauben. Aber immerhin bis 80 km/h kann man das dann nutzen. Ich bin in S-Max jetzt nicht ganz so viel gefahren hier auf Mallorca, aber so ein bisschen was kann ich schon erzählen zum Fahreindruck. Erstmal finde ich, ist es wieder ein sehr angenehm leises Auto. Das heißt im Gegenzug, dass er sich, weiß Gott, nicht sportlich anhört. Klar, wenn man jetzt mal richtig aufs Gas das Gas durchdrückt, dann passiert was. Aber er ist trotzdem eher ruhig. Das gilt auch für die Federung, die ich sehr komfortabel finde. Jetzt nicht unbedingt sportlich. Ich habe mir sagen lassen, es gibt noch die Möglichkeit, ein adaptives Fahrwerk sich zu bestellen oder hinzuzukonfigurieren. Dann kann man eben wahrscheinlich sogar noch ein bisschen sportlicher fahren, beziehungsweise hat ein etwas stafferes Fahrwerk.
Nichtsdestotrotz hier sind die Straßen ja jetzt nicht so, wie wir das in Deutschland unbedingt gewohnt sind, so ein bisschen holpriger, aber selbst hier ist der Komfort wirklich sehr angenehm. Ich sehe, über was für einen Belag ich hier fahre und ich spüre den einfach nicht im Sitz. Das ist schon sehr angenehm, auch wenn die wackelige Kamera hier vielleicht gerade was anderes suggeriert. Gebremst habe ich nicht groß, ganz im Ernst. Nein, die Bremse lässt sich schon gut dosieren. Eine Notbremsung muss ich jetzt nicht vornehmen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das DSG-Getriebe, das Sechsgang DSG, schaltet schön und einfach. Man hört es kaum, man merkt es kaum. Auch das ist so, wie ich mir das eigentlich wünsche. Sehr, sehr angenehm. Die Gasannahme. Ja, wenn du aufs Gas drückst, passiert halt was. Das ist ganz angenehm. Wenn du möchtest, dass noch ein bisschen mehr passiert, kannst du den Schalthebel noch einen nach hinten schalten. Dann ist man von einem normalen Drive halt wechselt man ins Sportprogramm. Und ich möchte die Sitze nochmal hervorheben. Ich finde die wirklich ungemein komfortabel. Der Seitenhalt ist jetzt nicht so bahnbrechend viel, aber letztendlich fahre ich nur einen sportlichen Minivan oder einen sportlichen Van. Aber vom Rücken her, also im Rücken, das ist echt ein Gedicht. Da sind die wirklich gut, gefallen mir sehr. Besonders ist die Lenkung oder kann besonders sein. Beim Lesen der Pressemitteilung dachte ich, oh mein Gott, Ford. Da habt ihr euch aber wieder was ausgedacht fürs Marketing. Eine Progressivlenkung jetzt irgendwie, was weiß ich, was sie da schreiben, FAS oder so. Neu ist jedenfalls, dass sie hier beim Airbag unter dem Pralltopf haben sie deutlich mehr Platz sich geschafft. Wir haben den Airbag irgendwie anders gestaltet und so ist die Verstärkung für die Servolenkung jetzt im Lenkrad direkt. Das heißt, wenn ich normalerweise, also wenn ich diese Lenkunterstützung haben möchte, dann habe ich statt drei kompletten Lenkumdrehungen für Lenkanschlag zu Lenkeinschlag, brauche ich nur noch zwei. Das wird natürlich progressiv passiert das. Das heißt, wenn ich schneller fahre, merke ich davon gar nichts. Aber gerade wenn ich in der Stadt unterwegs bin oder beim Einparken, dann kommt das System zum Tragen und soll mir halt das Einparken und Rangieren nochmal enorm erleichtern. Da kann ich jetzt nichts zu sagen, ob es sich wirklich so ist. Ich weiß nur ehrlich gesagt noch nicht mal, ob unser Auto das wirklich verbaut hat. Ich wollte es zumindest nur erwähnt haben. Rundum kann ich sagen, ich bin persönlich mit dem S-Max wirklich zufrieden, auch im Vergleich zum Vorgänger, den ich ja 18 Monate gefahren bin. Gerade im Innenraum wesentlich luxuriöser. Von den Fahrleistungen spüre ich jetzt keinen großen Unterschied. Der kommt mir fast noch einen Tucken spritziger vor. Was ich auch noch sagen möchte, ist, dass ich den sehr, sehr übersichtlich finde. Wir haben vorher vorne diese Dreiecksfenster, von denen ich ja eigentlich kein Freund bin, aber die helfen mir schon, gerade bei Kurvenfahrten oder auch zum Sehen, was ist denn da gerade. Aber auch die Schulterblicke nach links sehe ich genug und nach rechts sehe ich genauso viel. Da ist die C-Säule, gibt es natürlich da hinten, oder D-Säule in dem Fall, je nachdem wie man es will. Die ist aber nicht so breit, dass ich da jetzt wirklich Probleme mit hätte. Und gerade mit der Rückfahrkamera, also in Verbindung mit der Rückfahrkamera, habe ich beim Parken überhaupt keine Probleme, obwohl es ja nun wirklich kein Kleinwagen ist. Und ich hatte es vorne schon erwähnt, diese Kamera habe ich eben noch mal ausprobiert. Ich bin hier sind ja überall so Mauern, ne? Und unser Hotel war quasi auch eingemauert. Und ich sehe quasi nichts, wenn ich auf zur Straße zufahre. Dann drücke ich hier zweimal und habe diesen extremen Weitwinkel und kann dann wirklich die Straße einsehen. Das ist schon klasse. Natürlich fahre ich trotzdem langsam drauf. Nichtsdestotrotz ist das, finde ich super. Das ist eine gute Idee. Ford geizt auch nicht mit Fahrassistenzsystemen jetzt beim neuen Ford S-Max. Ich habe einen Spurhalteassistenten, in unserem Fahrzeug ist er nicht aktiv. Das heißt, innerhalb des Tachos sehe ich, wenn er aktiv ist, quasi eine Linienführung. Und das sind grün gestrichelte Linien, wenn alles okay ist. Und wenn ich eine überfahre, dann wird die halt rot gekennzeichnet und ich spüre an der Seite im Lenkrad so leichte Vibrationen. Ich habe einen Totwinkelwarner. Da habe ich ein Signet in der Scheibe, darunter ist so ein Knopf und der leuchtet halt orange, wenn sich ein Fahrzeug bei mir im toten Winkel befindet. Dazu, wenn ich das LED-Licht habe, ist das halt auch adaptiv, sprich richtet sich so ein bisschen nach der Geschwindigkeit. Und wenn ich dann halt das Fernlicht gezogen habe, das ist automatisch der Fernlichtassistent da und der blendet halt auch den Gegenverkehr aus, sodass ich halt die ganze Zeit mit Fernlicht fahren kann.
Ja, hier sind Fahrradfahrer unterwegs, man glaubt es kaum. Dann hat Ford, ja, da gab es ja eine Menge Gegenwind, haben quasi einen adaptiven Speed Limiter jetzt in dem Auto verbaut. Das heißt, die Verkehrszeichenerkennung, die ich hier auch habe, die auch in Spanien meines Erachtens ganz gut funktioniert hat, ist gekoppelt mit dem Limiter. Da kann ich ja eine Geschwindigkeit voreinstellen. Ich möchte meinetwegen nur 50 fahren. Ich kann aber halt auch sagen, mach das adaptiv und dann richtet der den immer so ein, wie ich gerade mich hier bewege. Das heißt, wenn ich in der Ortschaft fahre, setzt er sich automatisch auf 50 und ich kann halt so verhindern, dass ich irgendwie geblitzt werde bzw. irgendwelche Geschwindigkeitsübertretungen begehe. Es gab Gegenwind so von wegen, ich möchte mich ja nicht bevormunden lassen. In dem Fall ist es aber so, man kann den auch quasi überstimmen, indem man das Gas dann halt ein bisschen fester durchdrückt. Dazu habe ich noch einen adaptiven Tempomaten, wenn ich denn möchte, wo ich dann auch entsprechend vorgeben kann, wie viel Abstand ich zum Vordermann haben möchte. Und wer meint, dass der S-Max halt doch zu groß ist, um den irgendwie bequem einparken zu können, da gibt es optional einen Einpark- bzw. auch einen Ausparkassistenten. Also wer möchte, kann hier auch schön in Infotainment, Und wer möchte, kann hier also auch schön in Assistenzsysteme investieren und sich entsprechend dann auch die Helferchen besorgen, die einen dann unterstützen. Das war's von meiner Seite aus. Ich denke, es ist im Unterton durchgekommen. Ich bin dem S-Max sehr, sehr wohl gesonnen. Ich finde den sogar ziemlich klasse. Ich finde es schön, diese Symbiose zwischen Familienauto quasi und trotzdem noch so ein Hauch von Sportlichkeit und vor allen Dingen jeder Menge Platz. Der Alltagsnutzen ist meines Erachtens enorm. Der Fahrspaß ist auch nicht zu verachten. Ich würde ganz gerne nochmal den großen Diesel fahren als Vergleich, aber ich finde, der Benziner ist schon ziemlich Rock'n'Roll und der Komfort ist auch überhaupt nicht zu verachten. Da hat Ford schon eine ganze Menge richtig gemacht, denke ich. Wieder wie üblich, so viel sind wir hier nicht gefahren. Wir waren gerade mal 24 Stunden auf der Insel und Verbrauchswerte kann ich euch nicht liefern. Das tut mir leid. Trotzdem hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn dem so ist, bitte den Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen habt zu meinem Fahreindruck, zu dem Auto an sich, bitte unten in die Kommentare. Wir versuchen euch dann immer zu helfen. Gerne könnt ihr das Video teilen bei YouTube. Bei YouTube teilen, ja, läuft. Bei Facebook, Twitter und Google Plus. Und ich freue mich, euch beim nächsten Video dann wiederzusehen. Bis dann, euer Jan. Seit 2006 hat Ford immerhin 416.000 Stück weltweit von dem Wagen verkauft. Wobei wir müssen sagen, europaweit, denn weltweit wird er, weiß ich gar nicht, scheiße. Fakten, Fakten, Fakten. Oh, jetzt bin ich mal eben ganz spontan falsch gefahren. Und was haben wir noch? Bliss. Ja. Der neue Ford S-Max, der für alle tief...